Guck mal, wie schön er arbeitet. Guck mal, Philipp, wie schön er arbeitet. Ich hab nicht an dir gezweifelt. Boah, Strumpflappen, ey. Vorsicht, Fräulein, Vorsicht. Unfassbar. Strunzlappen? Was ist das denn für ein Ausdruck? Schön, ne? Gott, ich glaube, mein Fieber steigt echt, ey. Mein Fieber steigt. Ja. Geht der nur nach dem Flügen? Wer geht? Der geht. Der geht weg. Was machen Sie jetzt mit diesem Teil hier? Klapp ihn mal zusammen, das wäre schon mal eine Maßnahme. Beobachtest du mich da oder was? Nein, niemals. Liegt der Bauer grün im Schrank, ist er scheinbar krank. Ist er scheinbar wieder krank. Was machst du da? Dieser Gerät, ne? Ich häng fest. Ja und, was soll ich jetzt machen? Guck mal, wie das von meinem Blick aus aussieht. Irgendwann, wieso häng ich denn da so viel? Komm da nicht mehr raus, ne? Jetzt! Warte. Oh, sie bewegt dich. Oh, sie bewegt dich. Mann! Scheiße! Hier ist Dings nicht an. Dieses nicht funktionierende Dings, so was ich nicht mache. Ich setze da gegen Baum. Ich dreh durch! Mann! Ich hab mich echt schwer heute. Du hast ihn jetzt da nicht hingestellt und stehen lassen. Der ist doch gut geparkt. So. Oh mein Gott. Jetzt muss ich mit diesem Mini-Ding hier. Was denn? Was denn? Die Steine aufsammeln, da bin ich ja Jahrhunderte beschäftigt. Tu. Oh Gott. Guck mal, wie klein das ist. Das ist ja entsetzlich. Oh, vertraue mir. Glaube mir. Komm, wir beobachten dagegen Sie mal. Ist Nina Hagen ein Witz? Arr. Arr. Oh Gott, jetzt wird's schlimm. Kann mal jemand die Klingelton draus basteln? Harr. Ja. Harr. Doppelt der jetzt hier irgendwas? Dann müsstest du mal näher gehen. Das Feld, der sammelt auch nichts, oder was? Warte mal. Da stimmt doch was nicht. Steinsammler heben, der ist doch an, oder was? Na, anschalten musst du ihn auch auf X. Da, guck, der bewegt sich. Siehst du? Da. Da unten sieht man's. Hey, die Steine bleiben da drauf. Ist das Feld kaputt? Warte mal. Warte mal, ich komm mal zu dir. Du hast ja gesagt, da sind auch Steine drauf, ne? Ja. Guck mal das Feld mal. Welches? Das, was du gerade hast, wenn wir gleich. Oh, das ist doch. Der Stein? Der nix. Ja, da sind Steine drauf, glaubst mir, ich sehe sie ja. Ja. Du musst aber aufmachen, ne, dazu. Ja, Moment, ich muss noch mal. Da sind Kartoffeln. Was für Kartoffeln muss ich hier? Das sind Kartoffeln, die kann der Steinsammler nicht nehmen. Nein, das sind Kartoffeln. War da dicke Bauern unterwegs?
Die dumme Bauern, ne? Nein, es sind wirklich Steine hier. Auf diesem Feld sind definitiv Steine. Ich mache sie ja gerade frei. Geht das da? Weiß ich nicht. Dann musst du gucken, ob du was einsammelst. Ja. Ja, guck doch mal. Sammel was ein. Und du machst eine, ziehst eine Spur. Dann müssen wir das Feld da hinten nochmal tiefengruppern, oder was? Ja, anscheinend. Da ist irgendwas stimmt wohl damit nicht. Das ist aber döwig, oder? Ja. Wohl der Felsbrocken, wenn die nicht gesammelt werden können. Ja, irgendwas ist da merkwürdig. Äußerst ominösus. Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Möchtest du denn lieber den Tiefengrupper nehmen und ich nehme den Stein? Ja. Okay. Ach, erst ausklappen. Wieso erst ausklappen? Aufmachen, hoch, runter, hoch, zusammenklappen. Loslassen. Das kann. Pass mal auf, dann nehme ich jetzt mal den. Ist der große, hängt noch im Baum, ne? Ja. Dann nehme ich jetzt den großen. Pass mal auf. Ja, vielleicht, ja. Ach so, vielleicht. Ja. Deswegen ja. Vielleicht ist der. Nee, vergiss es. Du kriegst meinen Traktor. Oh, jetzt. Am Mors. Vergiss es. So schnell wie du wie ein Pferd laufen kann. Mixen. Wieso? Nee. Jetzt ist der wieder gelb. Mal, der wechselt erst die Farbe, wenn man auf ihn zuläuft. Das ist sehr merkwürdig. Nee. So haben wir nicht gewettet. Aber warum? Ich habe gedacht, du brauchst meinen Traktor. Nee. So, dann machen wir mal gucken. Meines von Weitem, also der neue ist von Weitem auch gelb, ne? Was ist der? Von Weitem auch gelb. Ja, aber das ist nicht normal. Und jetzt, wenn du näher rankommst, dann ist er rot. Aber das machen die anderen auch nicht. Diese Frau kann man nicht zufriedenstellen. Es funktioniert einfach. Ja, aber das ist doch nicht normal. Willkommen in meinem Leben. Echt jetzt. Jetzt so. Weißt du, lieber Philipp, warum ich sage, frag die Chefin. Du kannst es nur falsch machen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Nein. Halten. OCR-Mod rein. Dann wollen wir doch mal kicken, ob wir was bestücken können hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. 8 Liter sind drinne. Ja, die waren ja eben schon drin, ne? Also auf jeden Fall arbeitet der schon mal. Was macht der denn? Warte mal. Ja, eben. Aber das die erste Reihe bin ich gefahren. Na, ja, aber ich habe noch eine 9 Meter Breite, Herrgott. Ach so. Oh ja, er hat schon 16 drinne. Er hat schon 16 drinne tatsächlich. 16 Liter. Das ist das Feld. Wir müssen das erst vorbereiten. Okay. Das ist ja eigentlich vorbereitet, aber nun gut. Es ist dieses damische Feld. Ist ja auch so, ne? Hat ja auch ein Radiosynthesizer hier. So. So, jetzt runter. Anmachen. Oh ja, er sammelt. Er sammelt! Wir haben das Rätsel gelöst! Jetzt habe ich den praktisch zweimal verkauft. Also ja, einmal. Wir werden das überleben, bin ich mir ziemlich sicher. Oder meinst du nicht? Ja. Ich krieg das mit den Steinen hin, aber ich verschwinde jetzt. Oh, Rebecca, schlaf gut, süße Träume dir. Und bis morgen, wenn du Lust hast, morgen kommt was ganz Schönes. Wirklich. Morgen kommt wirklich was ganz, ganz Schönes. Das ist wahr.
Da kannst du gucken, wie Andrina sich bei Jump and Run blamiert. Nein, du hast das gut gemacht. Die Demo hast du gut gemacht, echt. Das wird gut. Morgen richtig cool. Was war denn falsch? Das Feld ist falsch, Friedhelm. Das Feld ist falsch. Das Feld muss vorbereitet werden. Ja. Ich glaube, du hattest das vorhin auch gesagt gehabt, ne? Guck mal, wie schön das aussieht. Ach, warte mal, ihr seht das gar nicht. Guckt mal. Es funktioniert. Seht ihr das? Cool, oder? Mach mal dann. Sehr schön. Ah ja. Nice. Oh, der bleibt hängen, der bleibt hängen. Der bleibt hängen? Im Baum? Ja. Ah, ja. Ja, wenn man kein Vorgewende macht, wenn man zu faul ist, ein Vorgewende zu machen, ne? Echt, ey. Wenn man zu faul ist, ein Vorgewende zu machen, ehrlich mal. Ja, ja, Miki, genau. It Takes Two. Das war so cool. Das war cool. Jump and Run, das war doch eher ein, oh, guck mal, wie schön, Demo. Ja, weißt du noch? Ich habe immer gesagt, oh, wie schön. Oh. Da waren ja auch morgen so auch mit Sachen Manuel? Dabei. Nee, ich glaube, das ist ein Einzelplayer, oder? Tinykin ist ein Einzelplayer, oder? Ja, das ist ein Einzelplayer. Wenn ihr Manu ertragen müsst, dann nur im Chat. Ich höre nichts, Chefin. Was? Er hört nichts. Deswegen. Ich nix, Chefin. Ich nix, Chefin. Du, Chefin. Ich nix. Mehrfach bewiesen von meinen Mitarbeitern. Nein. Von meinen Untergebenen. Nein, nein. Was heißt hier nein, nein? Nein, nein. Was müssen wir denn damit dann noch machen? Gar nichts, ne? Nur grubbern? Lieber Friedhelm, halte ich ein bisschen zurück. Das tut sie nämlich nicht. Nein. Nein, aber vorher habe ich ganz einfach keine Zeit. Ja. Also mal schaffe ich es, mal aber auch nicht. Morgen ist Tiptop nur in Form vom werfbaren NPC-Knuddelkugeln mit dabei. Jede einzige negative NPC wird morgen Manu sein. So, was hast du mich gefragt mit dem Vorgewende? Oder was hattest du mich jetzt gerade gefragt? Ich? Ja, aber das ist zu klein. Was? Das Vorgewende, was du machst. Ich habe ja 9,1, aber ich kann ja, ich muss ja erstmal einmal rum. Ja, dann muss ich jetzt nochmal so machen. Geht ja nicht anders, ne? Guck mal, wie schön er arbeitet. Guck mal, Philipp, wie schön er arbeitet. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Boah, Philipp, Strumpflappen, ey. Vorsicht, Fräulein, Vorsicht. Und Pfaffrei. Strumpflappen? Was ist das denn für ein Ausdruck? Schön, ne? Gott, ich glaube, mein Fieber steigt echt, ey. Mein Fieber steigt. Ja. Okay? Ja. Ja. Also Strunzlappen, der nicht du. Ich bin der Strunzlappen. Wie? Also. Danke. Wie meine Untergebenen, wie über mich sprechen, ist wirklich.
Schwunzlappen ist ein Kosewort. Ach, ein Kosewort. Ja. Dann kann ich auch das böse Haarwort sagen, oder? Das Wasserwort? Haarwort? Was ist denn Haar? Ach, ich sag einfach Haferflocken, dann bin ich raus aus allem. Haferflocken? Schaffst du mal jetzt ein ordentliches Vorgewinde, oder was? Du willst jetzt aber nicht weiter im Kreis fahren, oder? Ha? Ich muss dir ein Vorgewinde fahren, weil du... ne? Weil ich... ja nicht anders kannst, ne? Weil du ja dann im Baum hängst. Muss ich mich jetzt hier abmühen, ne? Es tut mir ja furchtbar leid, aber... boah, lüg besser. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Es wird nicht besser. Ich fürchte sowas. Es wird nicht besser. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Laut Google Strunzlappen Einstecktuch Ziertaschentuch. Na hurra, das war's jetzt besser. Also weiß wissen wir jetzt, was Manu von mir hält. Also großartig, es ist Wahnsinn. Großartig. Oh Mann. Strunzlappen. Einstecktuch. Strunz. Du hast echt die dreckigste Lache auf Deutschlands Erden, ehrlich. Gar nicht. Kann überhaupt nicht sein. Natürlich nicht. Wie komme ich denn auf die Idee? Kommt aus dem Sauerland. Ach, deswegen. Im Sauerland. Man gönnt sich ja sonst nichts. Banditsch, sag doch. Doch, Hatzi, sag ich doch. Gar nicht. Wohl. Nein. Ich bin jetzt gleich einmal rum. Ja. Also noch nicht. Ja, ich weiß. Ja, du hast ja auch ein viel größeres Teil. Was? Vielleicht ist die Bedeutung in Düsseldorf eine andere. Dann musst du das ja wissen, Friedhelm. Dann musst du das ja wissen. Eben. Du bist doch Düsseldorfer, also theoretisch. Strunzlappen eben. Friedhelm, was heißt Strunzlappen auf Düsseldorfisch? Ich bin kein Strunzlappen. Sag mal, wenn diese Fliege nicht gleich von meinem Traktor verschwindet, ne? Das ist echt nicht normally, du. Ich kannte diesen Begriff nicht. Na Gott sei's gedankt. Wie, du kennst das nicht? Also ehrlich jetzt. Unfassbar. Hätt mich nicht. Ich mach gar nichts. Geh mal weg. Ich muss wenden. Weg. Bitte wenden. Ich könnte den ja anheben, dann lässt sich vielleicht besser. Dings, ne? Hatte die Fliege nicht mal eine Talkshow? Ist der Fliege? Ja. Ich weiß es nicht. War das nicht der Pfarrer? Pfarrer Fliege. Ah, ja doch, da war was. Schrecklich auch, ne? Schrecklich. Du mobst mich, geh weg. Ich mobs dich. Geh weg. Du rappelst. Was? Niemals. Ja, ja, ja. Guck mal, ich bin auf die Pennerin. Jürgen Fliege. Oder Jochen Fliege. Jochen? Jürgen? Ja, irgendwas mit J. Toll. Es ruckelt. Ja. Natürlich. Das ist, weil sie mir so auf die Pelle rückt. Natürlich. Boah, geh weg. Du berührst mich. Nicht. Das anfassen. Berühren der Figuren mit den Pfoten ist geboten. Nicht anfassen. Nur angucken. Reicht. Miri, wieso hebst du an?
Ja, weil damit ich schneller drehen kann, weil du mich mobbst. Oh, ich schieß aber auch wirklich heute mächtig über die. Natürlich. Jetzt eben ja, war gar kein Ruckler, der war vor ja, zwei Minuten. Jawohl, das, hier, das hat sogar Friedhelm gesehen. Das hat sogar Friedhelm gesehen. Friedhelm sitzt auf deiner Leitung. Wahrscheinlich. Er hat ruckelt. Zwischendurch auf jeden Fall. Oh, da ist sie schon wieder. Geh weg! Mach doch mal auf der anderen Seite. Wie wär's denn? Nee, da? Die ist ja schräg. Oh, wie schräg. Was lass denn, wenn du mir so auf den Pelz rückst? Wo bist du? Mach mich auch nervös. Was? Bei dir ruckelt war wirklich eine Weile weg. Wieso das denn? Also raus geht hervorragend. Es wirklich, es scheint hier grün, alles grün. Hervorragend. Ja, aber bei mir nicht. Wenn du verstehst, ne? Ja, aber wenn sie sagt, der Stream war eine Weile weg, das geht ja dann nicht, ne? Das ist aber auch groß. Warum haben wir eigentlich so einen kleinen Grubber? Was ist das überhaupt für eine Mini-Ausgabe hier? Oh, da ist sie wieder. Egal wie man es macht, Manu wird nervös. Ja, sag ich doch. Liegt an zwei Geräten auf einem Feld. Na, ich weiß nicht, meinst du? Zwei unterschiedliche. Ja, ist doch möglich, ne? Diese Fliege sitzt gerade auf meinem Zeigefinger. Sie ist jung und brauchte das Geld. Ach so. Das liegt nicht an dir, Andrina. Mein Inet hat Schluck auf und das Laptop. Naja, darüber rede ich gar nicht mehr. Ja, da zieht die da hinten nochmal ihre Kreise. Ich dreh durch. Jetzt muss ich das hier nochmal wegmachen. Das war schon weg. Bitte was? Hebe an am Ende. Ja. Nee, dann brauche ich denn hier, dann brauche ich das Vorgewende nicht. Wenn du hier hinten alles wieder aufbuddelst. Wo denn? Aber ich kann hier nicht weitermachen. Warum nicht? Weil du zu schmal bist. Bin zu schmal? Ja. Ich spring mal in den roten Traktor. Ja. Und bring mal die Dings. Ach, meine Angestellten. Ich wollte kein größeres Gerät. Ja, das ist wieder typisch. Unfassbar. Philipp, warte ab. Warte ab, mein Freund. Das ist hier fürs Mausoleum, diese Größe. Warte ab, mein Freund. Das klären wir. Das ist sehr klein. Ich muss das mal betonen. Das klären wir, mein Freund. Da kannst du ganz gewiss drauf sein. Ui. Oh. Ui. Das gibt Mecker mit Eggerhart. Gas, Wasser, Scheiße. Rich. Was machst du da? Stehst du da? Nein, ich stehe gerade nicht. Ich habe gesagt, ich hole gerade den roten Traktor. Aber der ist doch nichts. Was willst du mit dem Ding denn machen? Weißt du, als Angestellte? Ja. Von mir? Ja. Und nicht ich von dir? Ja, ich chef du nix, genau. Ich chef du nix. Ja, weiter. Müssen die eigentlich. Heb hinten an, sonst muss ich das Gewände wieder machen. Ich mach das und das ist bestimmt jetzt. Ich hab ihn abge. Ich
Habt euch lieb, wartet auf Dienstag, nehmt dann Molotow auf 50 Meter. Aber nur mit Friendly Fire.